Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir präsentieren heute aus einem Projekt, das von einem Team bearbeitet wurde am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Das sind neben dem Thomas Theobald, der heute hier ist, wie gesagt noch der Jan Behringer und auch Christian Belabet. Die beiden sind heute verhindert. Und wir sollten dazu sagen, dass es ein Projekt ist, das vom Institute for New Economic Thinking gefördert wurde. Also der Titel des Projektes ist Income Inequality, Household Debt and Current Account Imbalances. Es geht also, sagen wir mal grob, um den Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Einkommensungleichheit einerseits und makroökonomischer Instabilität andererseits, die sich insbesondere in den zunehmenden Leistungsbilanzsalden oder Leistungsbilanzungleichgewichten auf globaler Ebene in den Jahren, Jahrzehnten vor der Krise niedergeschlagen haben. Also mein Vortrag ist sozusagen zweigeteilt, weil ich den Part von dem Jan Behringer mit übernehme. Der erste Teil ist mehr so ein informeller Einstieg in das Thema. Wie kann man den Zusammenhang zwischen steigender Ungleichheit und makroökonomischer Stabilität, Instabilität in verschiedenen Theorien sehen? Und ich werde auch so eine kurze Illustration für die USA und für Deutschland versuchen. Und in dem zweiten Teil geht es um eine panelökonometrische Analyse, wo wir eben den Zusammenhang zwischen Leistungsbilanzsalden und Einkommensverteilung empirisch schätzen. Ja, wie ist der Zusammenhang auf einer theoretischen Ebene zu sehen? Also man kann, denke ich, sagen im Sinne dieser Veranstaltung hier, dass unser Projekt pluralistisch angelegt ist. Gemeinsam haben die verschiedenen Bestandteile des Projekts, dass wir zu der Literatur beitragen, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, gerade auf internationaler Ebene. Der IWF hat sehr viel dazu veröffentlicht, die OECD, wo es um den Zusammenhang geht zwischen Einkommensverteilung und makroökonomischer Entwicklung. Also es gibt mittlerweile viele Arbeiten, die einen negativen Zusammenhang sehen zwischen Ungleichheit einerseits und Wirtschaftswachstum andererseits. Der Internationale Währungsfonds und die OECD haben dazu viel in den letzten Jahren publiziert. Es gibt auch eine Literatur zum Zusammenhang zwischen steigender Ungleichheit und Finanzkrise. Auch das ist vor allem so im Umfeld des Internationalen Währungsfonds sind da einige Arbeiten entstanden in den letzten Jahren. Viel früher bereits haben, sagen wir mal, sogenannte heterodoxe Ansätze auf diesen Zusammenhang hingewiesen zwischen Ungleichheit und Instabilität. Und diese verschiedenen Ansätze spiegeln sich auch in unserem Projekt wider. Also wie gesagt, haben wir eine panelökonometrische Analyse gemacht, oder beziehungsweise das ist Work in Progress, das ich auch gleich präsentiere, da sind wir nach wie vor dran. Wir haben ein sogenanntes Stock-Flow-Consistent Model mit drei Ländern gebaut und das kalibriert für die USA, Deutschland und China. Also das würde sich eher so in so einem post-keynesianischen Theorierahmen bewegen. Und wir haben ein Zwei-Länder-DSGE-Modell gebaut, das der Thomas Theobald gleich auch noch präsentieren wird, das wir kalibriert haben für Großbritannien und Deutschland. Ja, also das heißt, in diesem Sinne haben wir versucht, Modellpluralismus walten zu lassen. Und man kann vielleicht auch allgemein sagen, dass wir versuchen, zwei Stränge in der Literatur zu kombinieren. Einmal die sogenannte post-keynesianische Literatur zu Wage-Led Growth, also wo es um den Zusammenhang geht zwischen funktionaler Einkommensverteilung einerseits und makroökonomischer Entwicklung andererseits. Und zweitens Arbeiten, die vielleicht eher im Mainstream angesiedelt sind, wenn man die Terminologie verwenden will. Da geht es um die relative Einkommenshypothese oder ein Begriff, der da in letzter Zeit geprägt wurde, ist Trickle-Down Consumption. Also die Frage, wie Veränderungen in der personellen Einkommensverteilung sich auswirken auf das Sparverhalten der privaten Haushalte. Also in dem einen Ansatz geht es eher um die funktionale Verteilung. Das sind diese heterodoxen Ansätze, in denen das eine starke Rolle spielt. Und in dem anderen sozusagen Strang der Literatur eher um die personelle Verteilung, also die Verteilung der Einkommen zwischen den Haushalten, nicht so sehr zwischen Löhnen und Gewinnen oder zwischen Unternehmenssektor und Haushaltssektor, wie das bei der funktionalen Verteilung der Fall ist.
So, also wenn man sich diese beiden Stränge in der Literatur mal anschaut, kann man sich fragen, wie wirkt einerseits die personelle Verteilung auf die makroökonomische Entwicklung? Das ist dieser erste Punkt, der hier genannt wird. Und dann zweitens, wie wirkt die funktionale Verteilung auf die personelle Entwicklung? Also in Modellen mit rationalen Erwartungen zumal in Modellen mit einem repräsentativen Agenten, wo es ja gar keine Einkommensverteilung gibt, aber auch überhaupt in Modellen mit rationalen Erwartungen, gibt es eigentlich keinerlei Verbindung zwischen der Einkommensverteilung und der Leistungsbilanz und auch keine Verbindung zwischen der Einkommensverteilung, zumindest nicht in der permanenten Komponente der Einkommen und dem Sparverhalten, dem aggregierten Sparverhalten der privaten Haushalte, weil eben alle Haushalte sozusagen rational intertemporal optimieren und eben nach Maßgabe ihres permanenten oder ihres Lebenseinkommens konsumieren und sparen. Und wenn sich die Verteilung in der permanenten Komponente der Einkommen verschiebt, dann hat das keinerlei Einfluss auf das Sparverhalten. Die traditionelle keynesianische Sichtweise ist ja immer gewesen, dass wenn die Ungleichheit steigt, dass dann die Sparquote steigen müsste und dass die Nachfrage sich abschwächt, weil der private Konsum schwächelt. Ja, also weil Haushalte mit hohen Einkommen haben eine geringere marginale Konsumquote. Das heißt, wenn Einkommen umverteilt wird von den ärmeren Haushalten mit hoher marginaler Konsumquote zu den Haushalten mit einer geringen marginalen Konsumquote, müsste eigentlich die Sparquote steigen, die Nachfrage müsste geschwächt werden. Das müsste dann in einer Leistungsbilanzperspektive mit Leistungsbilanzüberschüssen einhergehen, eben wegen der Schwächung der Binnennachfrage. Nach der relativen Einkommenshypothese oder was wir hier aufwärtsgerichtete Statusvergleiche nennen, ist genau das Gegenteil der Fall. Also wenn die Einkommensungleichheit steigt, fällt die Sparquote, weil die unteren Einkommensgruppen sich orientieren am Konsumverhalten der oberen Einkommensgruppen. Also das ist so ein, sagen wir mal, psychologisches Gesetz, dass Statusvergleiche aufwärtsgerichtet sind in der Regel. Konsumgüter sind sogenannte positionale Güter, also über Konsum kann ich einen sozialen Status signalisieren. Wie prestigeträchtig ist mein Haus, wie prestigeträchtig wohne ich, wie prestigeträchtig ist mein Auto, wie prestigeträchtig ist die Ausbildung meiner Kinder. Wenn die Einkommensungleichheit steigt, konsumieren die oberen Einkommensgruppen mehr von diesen Positionsgütern, signalisieren nach außen mehr Prestige, einen höheren Status, den man mit Ersparnis nicht signalisieren kann. Das setzt die Einkommensgruppen direkt darunter unter Druck, ebenfalls ihren Konsum zu erhöhen, auch wenn ihre Einkommen nicht steigen. Das führt eben dann zu einem Rückgang des privaten Konsums und möglicherweise auch zu einem Anstieg der privaten Verschuldung, weil die unteren Einkommensgruppen versucht sein könnten, ihren relativen Konsum im Vergleich zu den oberen Einkommensgruppen stabil zu halten und das dann eben über geringere Sparquote, höhere Verschuldung, möglicherweise auch über längere Arbeitszeiten. Das heißt, sozusagen, das hier sind schon mal drei sich widersprechende Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Verteilung und Ersparnis, beziehungsweise das müsste sich dann auch im Leistungsbilanz niederschlagen. Und dann gab es in den letzten Jahren eben eine sehr umfangreiche Literatur zu dem Zusammenhang zwischen steigender Ungleichheit und Finanzkrise, vor allem in den USA, wo ein Zusammenhang gesehen wurde, wie ich gerade schon angedeutet habe, zwischen steigender Ungleichheit und steigender Haushaltsverschuldung. Also ein sehr prominenter Vertreter dieser Hypothese ist Raghuram Rajan, früherer Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, jetzt Chef der indischen Zentralbank, der argumentiert hat, dass eine der Hauptursachen für die Finanzkrise in den USA eben die steigende Ungleichheit war, weil die unteren Einkommensgruppen auch befördert durch die Deregulierung der Finanzmärkte, aber auch durch die Politik der Regierungen, sich immer mehr verschuldet haben, um mitzuhalten mit den oberen Einkommensgruppen. Und das hat dann eben in die Finanzkrise geführt, laut Rajan. Aus einer postkeynesianischen Perspektive hat Thomas Pelly schon 1994 einen ganz spannenden Aufsatz geschrieben, der aus meiner Sicht jedenfalls im Wesentlichen ähnliche Argumente gebracht hat wie Rajan, nur eben aus einer anderen, sagen wir mal, politischen Perspektive heraus. So, das ist der eine Strang in der Literatur, den wir betrachten. Es geht also um die personelle Ungleichheit und die makroökonomische Entwicklung und wir sehen die Leistungsbilanz sozusagen als Sammelindikator für diese makroökonomischen Entwicklungen. Dann der zweite Strang in der Literatur betrachtet die funktionale Verteilung und ihren Einfluss auf die makroökonomische Entwicklung. Auch da ist es so, dass in Modellen mit rationalen Erwartungen die funktionale Verteilung keinerlei Einfluss haben sollte auf makroökonomische Trends und eben auch nicht auf die Leistungsbilanz. Und da ist die, also beispielsweise, wenn der Unternehmenssektor Überschüsse bildet
also weniger investiert, als er verfügbare Einkommen hat, dürfte das in Modellen mit rationalen Erwartungen keinerlei Einfluss haben, weil analog zu der Theorie der ricardianischen Haushalte oder ricardianischer Äquivalenz bei staatlichen Defiziten die privaten Haushalte einfach das Sparverhalten des Unternehmenssektors ausgleichen müssten. Also bei der ricardianischen Äquivalenz ist es ja so, wenn der Staat ein Defizit macht oder sein Defizit vergrößert, reagieren die privaten Haushalte rational, weil sie antizipieren, in Zukunft werden die Steuern erhöht, damit die Schulden des Staates zurückgezahlt werden können. Erhöhen die privaten Haushalte bereits heute ihre Ersparnis und damit gibt es keinen expansiven Effekt auf die Nachfrage. Äquivalent dazu im Modell mit rationalen Erwartungen dürften Überschüsse des Unternehmenssektors, die dadurch entstehen könnten, weil vielleicht die Gewinne so hoch sind, keinen Effekt haben auf die Binnennachfrage, weil eben die Überschüsse, die der Unternehmenssektor bildet, ausgeglichen werden müssten durch entsprechend geringere Finanzierungssalden, durch geringere Ersparnis der privaten Haushalte, die ja die Letzteigentümer der Unternehmen sind. Das heißt, im Modell mit rationalen Erwartungen gibt es keinen Effekt der funktionalen Verteilung auf die aggregierte Nachfrage. Allerdings gibt es eine umfangreiche Literatur auch im sogenannten Mainstream dazu, dass möglicherweise die Haushalte diesen Corporate Veil, wie das in dieser Literatur heißt, nicht vollständig durchstoßen, weil sie eben, wenn der Unternehmenssektor Überschüsse bildet beispielsweise, diese nicht vollständig einbeziehen in ihr Maß für ihr eigenes Lebenseinkommen, ihr permanentes Einkommen, und deswegen sozusagen sie weniger konsumieren, als sie es täten, wenn die Einkommen der Unternehmen direkt an die Haushalte in Form von Dividenden ausgeschüttet würden. Das heißt, hier hätte man einen Effekt der funktionalen Verteilung bzw. des Sparverhaltens des Unternehmenssektors auf die aggregierte Nachfrage. Und dann gibt es natürlich in der, sagen wir mal, heterodoxen Tradition, postkeynesianischen Tradition, die Unterkonsumptionstheorie, die sagt, dass Kapitalisten, Unternehmen in der Regel eine geringere Ausgabenquote haben, eine geringere marginale Ausgabenquote als Arbeiter oder Haushalte. Und wenn es dann zu einer Umverteilung kommt, weg von den Löhnen hin zu den Gewinnen, dann ist es eben so, dass die marginale Konsumneigung der Volkswirtschaft zurückgeht oder die marginale Ausgabenneigung der Volkswirtschaft zurückgeht. Das heißt, die Binnennachfrage wird geschwächt und das müsste dann aufscheinen in Leistungsbilanzüberschüssen. So, das war jetzt relativ lang schon der Versuch, unser Projekt in der Literatur zu situieren. Jetzt eine kurze empirische Illustration. Also, wir argumentieren, es reicht sicherlich nicht, wenn man sich Trends in der Einkommensverteilung anschaut, dass man nur auf den Gini-Koeffizienten schaut. Das hat die OECD jahrelang immer routinemäßig gemacht, aber unser Argument ist, dass das relativ, also dass es nicht sehr weit führt einfach, weil sich hinter Entwicklung des Gini-Koeffizienten sehr unterschiedliche makroökonomische Trends verbergen können. Also wenn man hier mal schaut, das ist die Veränderung des Gini-Koeffizienten der äquivalenzgewichteten Haushaltseinkommen von Mitte der 80er Jahre bis zu den späten 2000ern. Man sieht, in fast allen OECD-Ländern ist die Ungleichheit gestiegen. Das hier sind die USA, relativ kräftiger Anstieg. Das ist Deutschland, noch etwas kräftigerer Anstieg. Also gemessen an dem Maß des Gini-Koeffizienten gibt es eine sehr ähnliche Entwicklung der Einkommensverteilung in den USA und in Deutschland, zumindest im Zeitverlauf. Dahinter verbergen sich aber sehr, sehr unterschiedliche Trends und aus unserer Sicht haben die auch zu unterschiedlichen makroökonomischen Entwicklungen beigetragen. Und das will ich kurz illustrieren, eben ja, anhand dieser Beispiele USA und Deutschland. Es geht eben jetzt immer um das Zusammenspiel zwischen personeller Verteilung und funktionaler Verteilung. Wir sehen auf der linken Seite, das sind die Daten von Thomas Piketty, die jetzt in der World Top Incomes Database zusammengefasst sind. Das ist der Anteil der Spitzeneinkommen an den gesamten Vorsteuereinkommen der privaten Haushalte. Blau, das ist der Anteil der oberen 10%. Die hatten in den 70er Jahren noch ungefähr ein Drittel der Einkommen und kurz vor der Krise fast die Hälfte. Grün sind die oberen 5%, ein Fünftel der Einkommen 1970, etwa ein Drittel kurz vor der Krise. Das oberste 1% hatte etwas weniger als 10% 1970 und ungefähr ein Fünftel kurz vor der Krise. Also massiver Anstieg der personellen Ungleichheit und der Anstieg des Gini-Koeffizienten in den USA ist auch vor allem getrieben durch die Spitzeneinkommen. Hier rechts sehen wir die funktionale Verteilung. Das ist die Lohnquote hier, der Anteil der Löhne am Bruttoinlandsprodukt, fällt lediglich leicht. Und das Paradoxe in gewisser Weise ist, dass die Gehälter der Spitzenmanager die Lohnquote, also die funktionale Verteilung in den USA stabilisiert haben, weil natürlich die Boni, die Einkommen der Spitzenmanager, das sind Löhne nach der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, und die haben die Lohnquote stabilisiert.
Der Anteil der privaten Haushaltseinkommen an den Nationaleinkommen ist sogar leicht gestiegen. Also es gibt hier einfach keine starke Veränderung der funktionalen Verteilung, sondern der Anstieg der Ungleichheit spiegelt sich wieder bei der personellen Verteilung bei den Spitzeneinkommen. Und das war die makroökonomische Entwicklung in den USA. Also die blaue Linie ist die private Haushaltssparquote. In den 70er Jahren haben die privaten Haushalte noch deutlich über 10% ihres verfügbaren Einkommens gespart. Und dann gibt es diesen dramatischen Rückgang der privaten Haushaltssparquote in den USA ab Anfang der 80er Jahre. Und sagen wir mal, in Mainstream-Theorien hat man sich seit den 80er Jahren den Kopf darüber zerbrochen, warum fällt die Sparquote in den USA so stark? Und meistens blieb dann übrig als Erklärung, es gibt irgendwelche exogenen Präferenzschocks oder so. Oder manche haben ernsthaft argumentiert, die Wahrscheinlichkeit eines Nuklearkrieges wird als hoch eingeschätzt, deswegen macht es keinen Sinn mehr zu sparen. Ne? Also man war wirklich hilflos bei der Erklärung dieses Phänomens, dass ab Anfang der 80er Jahre die Sparquote so abstürzt. Gleichzeitig sieht man die rote Linie, das ist die Verschuldung der privaten Haushalte im Verhältnis zu ihrem verfügbaren Einkommen. Das war relativ stabil von 1960 bis 1980 bei etwa 60%. Und dann steigt die private Verschuldung dramatisch an, zur gleichen Zeit wie die private Haushaltssparquote fällt, bis auf 135% kurz vor der Krise, und dann kam es eben zu der Finanzkrise. So, das heißt, das ist keine Entwicklung, die ein paar Jahre vor der Krise eingesetzt hat, sondern es ist ein 30 Jahre anhaltender Trend, fallende Sparquote, Anstieg der privaten Verschuldung. Das heißt, obwohl in den USA die Einkommensungleichheit so stark gestiegen ist ab Anfang der 80er Jahre, wurde die Nachfrage im Wesentlichen getrieben vom privaten Konsum. Und das ist natürlich, steht im starken Widerspruch zu der einfachen keynesianischen Annahme, dass wenn die Ungleichheit steigt, dass das die Binnennachfrage schwächt. Und aus unserer Sicht ist die vielversprechendste Erklärung eben die der relativen Einkommenshypothese, die von Duesenberry entwickelt wurde und die auf aufwärts gerichteten Statusvergleichen basiert. Also was ist passiert in den USA? Die oberen 5%, das obere 1% der Haushalte hat seinen Konsum ausgeweitet für die Bildung der Kinder, für Gesundheit, fürs Wohnen, für teure Autos. Das setzt psychologisch die darunterliegenden Einkommensgruppen unter Druck. Wenn sie auch ihren Kindern, die obere Mittelschicht, weiterhin ihren Kindern eine gute Ausbildung finanzieren will, das ist ja in den USA auch eben privat finanziert, dann gibt es einen starken Anreiz, weniger zu sparen, mehr Kredite aufzunehmen, um mitzuhalten mit dem relativen Konsumniveau der obersten Einkommensgruppen. Da gibt es auch mittlerweile relativ, also einiges an mikroökonometrischer Evidenz dafür, dass sich der Konsum der privaten Haushalte von Individuen ausrichtet, auch an dem Konsum der Referenzgruppe, die häufig als eben die darüber liegenden Perzentile in der Einkommensverteilung ausgemacht werden. Und man sieht das auch in weiteren Mikrodaten. Das hier sind Zahlen von Salz und Sügmann, die Sparquotenentwicklung von 1917 bis 2012 für verschiedene Perzentile in der Vermögensverteilung zeigen. Man sieht hier in dem relevanten Zeitraum, dass die Sparquote des obersten 1% in der Vermögensverteilung relativ stabil geblieben ist, dass aber die Sparquoten der darunterliegenden Vermögensgruppen massiv gestiegen sind und gefallen sind und dass vor allem die Sparquote der Vermögensperzentile direkt oberhalb des obersten 1% sehr, sehr stark gefallen ist, was aus meiner Sicht stark für einen Nachahmungskonsum spricht. Diese Einkommensgruppen hier waren diejenigen, die die stärksten relativen Einkommensverluste hinnehmen mussten. Und die konnten nur ihr relatives, sozusagen sichtbares Konsumniveau im Vergleich zum oberen 1% aufrechterhalten, indem sie die Sparquoten gesenkt haben. Und die unteren 90% der Verteilung haben natürlich auch ihre Sparquoten stark gesenkt. Und wenn wir uns diese Abbildung angucken, die kommt aus einem Papier von Michael Kumhoff und anderen vom Internationalen Währungsfonds, dann sehen wir, dass auch der Anstieg der privaten Verschuldung im Verhältnis zu den verfügbaren Haushaltseinkommen, den wir im Aggregat vorhin gesehen haben, ausschließlich getrieben wird von der Verschuldung der unteren 95% in der Einkommensverteilung. Also das ist jetzt die Einkommensverteilung, man kann es auch für die Vermögensverteilung zeigen. Also hier, diese blaue Linie, das ist die Leverage Ratio, hier ist es die Verschuldung im Verhältnis zum Nettovermögen der unteren 95% in der Einkommensverteilung. Da ist die Verschuldung gestiegen.
nicht in den oberen 5% der Verteilung. Und die Entwicklung der Verschuldung in den unteren 95% hat eben die aggregierte Verschuldungsquote nach oben getrieben. Und das war dann eben der Auslöser auch der Finanzkrise. Ja, das habe ich im Prinzip alles gesagt. So, das ist, sagen wir mal, wenn man es auf den Punkt bringen will, unsere Story, die wir erzählen für die USA. Und wir werden gleich sehen, wir bringen das in Verbindung mit Leistungsbilanzdefiziten, weil natürlich der Rückgang der Sparquote in den USA dann auch sich niedergeschlagen hat in einem immer größer werdenden Leistungsbilanzdefizit. Dieses kreditfinanzierte Wachstumsmodell in den USA, hinter dem aus unserer Sicht sehr stark die Entwicklung der Einkommensverteilung steht, wurde eben zum Teil finanziert über Kredite aus dem Ausland. So, wie war die Entwicklung in Deutschland? Wir hatten ja gesehen, der Gini-Koeffizient ist im Prinzip genauso gestiegen wie in den USA, von Anfang oder Mitte der 80er Jahre bis kurz vor der Krise. Aber wenn man im Detail hinschaut, war die Entwicklung der Verteilung völlig anders in Deutschland im Vergleich zu den USA. Also hier links haben wir auch die Daten aus der Piketty-Datenbank. Das sind die Anteile der Spitzenverdiener an den gesamten Haushaltseinkommen. Bis 2007 gibt es die Daten noch, danach wird es etwas schwierig, weil durch die Abgeltungssteuer Kapitaleinkommen nicht mehr personenbezogen erfasst werden und Kapitaleinkommen sind sehr stark konzentriert am oberen Ende der Verteilung. Das heißt, wir haben keine präzisen Daten über die Entwicklung der Einkommensverteilung am obersten Ende seit 2009 mit der Einführung der Abgeltungssteuer. Aber bis zur Krise haben wir noch ganz also gute Daten und man sieht, es gibt keinen besonders starken Anstieg der Einkommensungleichheit am obersten Ende der Verteilung, obwohl der Gini-Koeffizient so stark gestiegen ist. Wir sehen aber auf der rechten Seite, dass die funktionale Einkommensverteilung sich sehr stark verändert hat. Also hier ist die blaue Linie, das ist jetzt 1991 bis 2013, die blaue Linie zeigt diesen sehr starken Anstieg während der 2000er Jahre der Gewinneinkommen an den gesamten privaten Einkommen. Also die funktionale Verteilung hat sich sehr stark verschoben, die Lohnquote ist eben entsprechend stark gefallen. Und die rote Linie, das sind die einbehaltenen Gewinne des Unternehmenssektors in Prozent der privaten Einkommen. Das heißt, die Gewinne sind explodiert seit Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre in Deutschland. Diese Gewinne wurden aber nicht ausgeschüttet an den privaten Haushaltssektor, sondern im Unternehmenssektor einbehalten. Und diese Dinge hier, die gehören zusammen. Also was wäre passiert, wenn der deutsche Unternehmenssektor sich entschieden hätte, so wie der amerikanische Unternehmenssektor, wo es einen sehr viel kompetitiveren Markt für Manager gibt, wo sozusagen die Shareholder-Value-Orientierung viel stärker ist, wenn sich der deutsche Unternehmenssektor wie der amerikanische Unternehmenssektor entschieden hätte, die Einkommen an die Manager und an die Aktionäre weiterzuleiten, die stattdessen einbehalten worden sind, dann wäre natürlich die Ungleichheit am oberen Ende viel stärker gestiegen. Aber diese Einkommen sind in den Unternehmen verblieben, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass in Deutschland der Mittelstand sehr viel stärker ist. Es gibt Familienunternehmen, die vielleicht diese längerfristige Orientierung haben und die Gewinne im Unternehmen belassen wollen. Das hat dazu geführt, dass die funktionale Verteilung sich stark verändert hat, aber die Ungleichheit am oberen Ende der personellen Verteilung wurde dadurch in gewisser Weise stabilisiert. Es wurde ein Anstieg der Ungleichheit verhindert, weil die Unternehmenseinkommen, die in Unternehmen belassen werden, nicht als Haushaltseinkommen erfasst werden, obwohl sie natürlich letztlich den Unternehmenseignern gehören und das Eigentum an Betriebsvermögen ist natürlich ungleich verteilt. Also deswegen diese sehr unterschiedlichen Entwicklungen in der personellen und in der funktionalen Verteilung, die passen zusammen. So, und was hat das alles mit Makroökonomik zu tun oder mit Leistungsbilanzungleichgewichten? Wir sehen hier die drei sektoralen Salden der Volkswirtschaft, also private Haushalte, private Unternehmen und Staat. Blau ist der Finanzierungssaldo, also Einkommen minus Ausgaben, Einnahmen minus Ausgaben der privaten Haushalte. Die haben in Deutschland immer einen Überschuss, 1991 bis heute. Der Staat ist grün, hat eigentlich auch immer ein Defizit gehabt, in den letzten Jahren hat das reduziert. Und der interessante Sektor ist eigentlich der Unternehmenssektor in Deutschland, der traditionell immer Defizite hatte. Das ist ja auch eigentlich die ökonomische Rolle des Unternehmenssektors, Ersparnisse des Haushaltssektors aufzunehmen und in einer produktiven Verwendung in Form von Investitionen zuzuführen. Hat aber dann seit 2002 durchgehend Finanzierungsüberschüsse gebildet. Das heißt, die Investitionen des Unternehmenssektors sind geringer als die einbehaltenen Gewinne, was eben zusammenhängt mit der sehr starken Gewinnentwicklung, die wir vorhin gesehen haben.
So, und makroökonomisch scheint das dann eben also rein seitenmechanisch auf in diesen Leistungsbilanzüberschüssen, die wir seit Anfang der 2000er Jahre haben. Und einen ganz großen Beitrag zu den Leistungsbilanzüberschüssen, also die schwarze Linie hier ist der Leistungsbilanzsaldo, spielen die Überschüsse des privaten Unternehmenssektors. Also Ende der 90er Jahre hatte Deutschland ja noch ein Defizit, woran sich heute kaum noch jemand erinnert. Aber durch, nicht zuletzt durch den Wechsel hier von Defiziten beim privaten Unternehmenssektor hin zu Überschüssen haben wir eben jetzt diese Leistungsbilanzüberschüsse. Und das hängt natürlich zusammen sozusagen mit dem Anstieg der Gewinneinkommen relativ zu den Lohneinkommen und mit der Tatsache, dass die Gewinne einbehalten wurden. So, und das ist natürlich jetzt reine Seitenmechanik und noch keine Kausalität. Und deswegen haben wir eben in dieser Panel-Analyse versucht, im Prinzip Standard-Leistungsbilanzgleichungen zu erweitern um Verteilungsvariablen. So, das wäre im Prinzip jetzt der zweite Teil. Ich mache deswegen die Einleitung ganz kurz. Also es herrscht, denke ich, Konsens mehr oder weniger in der Literatur, dass die Leistungsbilanzungleichgewichte eine der zentralen Ursachen der Finanzkrise ab 2007 waren. Es hat sich aber in der Literatur, in der empirischen Literatur zu Leistungsbilanzsalden als sehr schwierig erwiesen, das volle Ausmaß dieser Leistungsbilanzungleichgewichte zu erklären. Genauso wie es eben in Mainstream-Modellen sehr schwierig ist, beispielsweise den Rückgang der Sparquote in den USA und in anderen angelsächsischen Ländern zu erklären. Und gleichzeitig stellen wir fest, es gibt eben diese große Diskussion jetzt um die makroökonomischen Effekte von Ungleichheit. Rajan, die Hypothese steigende personelle Ungleichheit in den USA, hat zum Rückgang der Sparquote, Anstieg der Verschuldung, Leistungsbilanzdefizit geführt. Und andere Literatur, also ein Buch beispielsweise von Michael Pettis, bereitet das sehr, sehr schön auf, argumentiert, dass in China und Deutschland, auch in Japan, die schwache Entwicklung der Haushaltseinkommen und der Löhne im Vergleich zu den Unternehmenseinkommen bzw. zu den Gewinnen eben zu einer Schwäche der Binnennachfrage geführt hat und damit zu Leistungsbilanzüberschüssen. So, und die Defizite und die Überschüsse sind natürlich zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wir, das wird das Ergebnis der Panel-Analyse sein, würden argumentieren, dass die unterschiedliche Beschaffenheit sozusagen der Veränderung der Einkommensverteilung in den unterschiedlichen Ländern ganz gut erklärt, warum in manchen Ländern die steigende Ungleichheit zu Leistungsbilanzdefiziten geführt hat und in anderen Ländern zu Leistungsbilanzüberschüssen. Das überspringe ich auch mal. Was wir hier mal gemacht haben auf der linken Seite, wir haben die Veränderung einerseits des Anteils der oberen 5% an den gesamten Haushaltseinkommen von Mitte der 80er Jahre bis zur Krise gegenübergestellt der Veränderung der Unternehmensersparnis, also der Finanzierungssalden des Unternehmenssektors, auch von Mitte der 80er Jahre bis zur Krise, also der Zeitraum, wo die globalen Ungleichgewichte sich entwickelt haben. Und wir sehen, also ich würde sagen, keinen Zusammenhang zwischen den beiden Variablen in der Entwicklung. Wir sehen aber diese rot eingefärbten Punkte, das sind die G7-Länder und China, die einen sehr großen Anteil am Weltbruttoinlandsprodukt haben und die auch im Wesentlichen für die globalen Ungleichgewichte in Leistungsbilanzsalden verantwortlich waren. Und hier sehen wir so etwas wie einen negativen Zusammenhang zwischen einerseits der Entwicklung der Top-Einkommensanteile, Anteil der Spitzeneinkommen an den Haushaltseinkommen, und der Veränderung der Finanzierungssalden des Unternehmenssektors. Also beispielsweise in den USA haben wir einen Anstieg des Anteils der oberen 5% an den Haushaltseinkommen um 12 Prozentpunkte von Anfang der 80er Jahre bis zur Krise. In Großbritannien haben wir einen Anstieg um 8 Prozentpunkte. Der Finanzierungssaldo des Unternehmenssektors ist aber im Zeitverlauf in etwa konstant geblieben, weil eben der Unternehmenssektor hat die steigenden Einnahmen weitergereicht an den Haushaltssektor, hat keine Überschüsse gebildet. Deswegen ist die Ungleichheit am oberen Ende der Einkommensverteilung so stark gestiegen. Auf der anderen Seite des Spektrums haben wir hier China, hier Deutschland, Frankreich. In diesen Ländern ist die Unternehmensersparnis stark gestiegen, also um 8 Prozentpunkte etwa in China. In Deutschland etwas weniger, aber auch noch beträchtlich. Aber der Anstieg der Ungleichheit am oberen Ende der Verteilung war sehr schwach, weil eben, wie gesagt, die Einkommen nicht weitergereicht wurden an die Spitzenverdiener, sondern im Unternehmenssektor
belassen wurden. Hier rechts sehen wir, das haben wir die gleiche Darstellung gewählt für wieder die Veränderung der Spitzeneinkommensanteile und der Lohnquote. Und da sehen wir auch für die Länder wieder, die für die globalen Ungleichgewichte verantwortlich sind, diesmal diesen negativen Zusammenhang hier zwischen Lohnquote und Spitzeneinkommensanteile. Also in den Ländern, wo die Spitzeneinkommensanteile stark gestiegen sind, USA, Großbritannien, ist die Lohnquote nur wenig gefallen, weil die Spitzeneinkommen die Lohnquote stabilisiert haben. In den Ländern, wo die Spitzeneinkommen wenig gestiegen sind, ist die Lohnquote sehr stark gefallen, also unter anderem Deutschland. So, das heißt, diese Geschichte, die ich für die USA und Deutschland gerade erzählt habe, die lässt sich zumindest für die wichtigen Länder hinsichtlich der Leistungsbilanz Ungleichgewichte wiederfinden, verallgemeinern. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben hier in der linken Abbildung die Veränderung des Finanzierungssaldos des Unternehmenssektors auf dieser Achse hier abgebildet gegen die Veränderung der Leistungsbilanz. Und hier sehen wir eine sehr klare positive Korrelation. Das heißt, in den Ländern, wo die Unternehmensersparnis, die Nettounternehmensersparnis zugenommen hat, wo der Unternehmenssektor Überschüsse gebildet hat, sehen wir eine Tendenz hin zu einer höheren Leistungsbilanz. So, das spricht gegen, wenn man so will, entweder rationales Verhalten auf Seiten der Haushalte, weil sie diesen Corporate Veil nicht durchstoßen, oder dafür, dass die Unternehmenseigentümer eine geringere marginale Konsumquote haben oder Ausgabenquote haben als die Arbeiterhaushalte sozusagen. Und hier auf der rechten Seite haben wir gezeigt, die Veränderung des Finanzierungssaldos der privaten Haushalte auf dieser Achse gegen den Finanzierungssaldo des Unternehmenssektors, und wir sehen nur eine schwach negative Korrelation. Also wenn wir sozusagen ein rationales Agentenmodell hätten, dann müsste es einen 1:1 negativen Zusammenhang geben zwischen, also stilisiert gesprochen, zwischen der Veränderung des Unternehmenssaldos und dem Haushaltssaldo, weil eben der Haushaltssektor sozusagen Veränderungen in der Unternehmensersparnis kompensieren würde. Hier sehen wir aber nur einen sehr schwachen Zusammenhang, was dann dafür spricht, dass sozusagen die Veränderung in der Unternehmensersparnis durchschlägt, makroökonomisch und dann eben auch auf die Leistungsbilanz. So, und jetzt zwei letzte, also deskriptive Voranalysen. Das hier ist die Korrelation zwischen der Veränderung der Leistungsbilanz auf der vertikalen Achse und der Veränderung der Top-Einkommensanteile. Und wir sehen, das ist jetzt für viele Länder, man könnte das für die wichtigen Ungleichgewichtsländer noch klarer zeigen. In den Ländern, wo die Ungleichheit am oberen Ende der personellen Verteilung stark gestiegen ist, ist tendenziell die Leistungsbilanz zurückgegangen. Das heißt, diese aufwärts gerichteten Statusvergleiche, diese relative Einkommenshypothese, die zu Imitationskonsum in den unteren Einkommensgruppen geführt hat, die lässt sich auch verallgemeinern und die zeigt sich dann in der Entwicklung der Leistungsbilanz. Ja, das ist nur so eine, genau, das ist nur eine Regressionsgerade. Nur reingemalt. Also die ökonometrische Analyse kommt gleich. Ne? Also wir kontrollieren hier nicht für sozusagen andere Einflussfaktoren. Und hier sehen wir sozusagen den Zusammenhang zwischen Lohnquote und Leistungsbilanz. Es ist nur eine deskriptive Voranalyse. Ne? Also wir können hier sozusagen zumindest mit bloßem Auge als erste Vermutung diesen Fall Deutschland, fallende Lohnquote, steigende Unternehmensersparnis, steigende Leistungsbilanz, können wir mit aller Vorsicht verallgemeinern. So, und ich will vielleicht diesen Teil zur Schätzmethodik nur ganz kurz machen. Also wir schätzen ein Standard-Leistungsbilanz-Modell. Das ist ein Panel mit 20 Ländern. Der Schätzzeitraum ist 1972 bis 2007. Wir verwenden einmal nicht überlappende 4-Jahres-Durchschnitte, um die Zyklik aus den Daten rauszunehmen. Und in einem weiteren Modell schätzen wir mit Jahresdaten. Also da gibt es keinen richtigen Konsens in der Literatur, welche Modelle da verwendet werden. Und wir regressieren also die Leistungsbilanz auf eine ganze Reihe von Kontrollvariablen. Das ist dieser Vektor X hier. Und eben auf die funktionale Verteilung, Unternehmensersparnis bzw. Lohnquote und auf die personelle Verteilung. Ja, wir machen ein Cross-Sectional Demeaning, das heißt, wir transformieren die erklärenden Variablen in der Weise,
dass sie immer in Abweichung vom gewichteten Mittel der Ausprägung der gleichen Variable in den anderen Ländern dargestellt werden, weil ja die Leistungsbilanzen sich international ausgleichen müssen und zu Null addieren müssen. Deswegen ist diese Transformation notwendig. Also das ist einfach ein Standardansatz in dieser Leistungsbilanzliteratur. Wir fügen eben nur diese Ungleichheitsvariablen, diese Verteilungsvariablen hinzu. Ja, jetzt die, also die Ergebnisse. Ich will sozusagen auch angesichts der Zeit nicht alle Ergebnisse durchgehen. Wir haben da sehr viele verschiedene Spezifikationen geschätzt, weil wir natürlich auf Robustheit und so weiter achten müssen. Es gibt nicht immer einen Konsens darüber, welche Leistungsbilanzdeterminanten da verwendet werden sollten. Das hier orientiert sich sehr, sehr eng an dem Leitfaden des Internationalen Währungsfonds, der so einen Leitfaden rausgegeben hat für die Schätzung von Leistungsbilanzsalden. Also das heißt hier, das sind die Net Foreign Assets, Output per Worker. Also das hier, da geht es darum, die Persistenz von Leistungsbilanzsalden abzubilden. Deswegen wird die Netto-Auslandsposition wird als Regressor aufgenommen. Output per Worker, das ist eine Produktivitätsvariable, da geht es um solche neoklassischen Catching-up-Effekte. Also Länder mit geringem Kapitalstock wachsen ja nach neoklassischer Sicht tendenziell schneller. Die Dependency Ratio und Population Growth, das sind demografische Variablen, also die Demografie im Sinne des Lebenszyklusmodells hat Einfluss auf Sparen und Investieren in den Ländern. Das sind die Terms of Trade, das hier ist Private Credit in Prozent des also die private Verschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die steht für den Entwicklungsgrad des Finanzsystems, jedenfalls in dieser Standardliteratur. Dann die Fiscal Balance. Also inwieweit gibt es nicht rikardianische Haushalte? Wenn wir nicht rikardianische Haushalte haben, führt eine Erhöhung des staatlichen Saldos zu einer Erhöhung der Leistungsbilanz. Und dann führen wir sozusagen analog dazu die Unternehmensersparnis ein und die Spitzeneinkommen. Und was wir sehen, und das sind also sagen wir mal, so die robustesten Ergebnisse auch dieser Übung, eine Veränderung, ein Anstieg der Unternehmensnettoersparnis führt zu einem erheblichen, hat einen erheblichen Effekt auf die Leistungsbilanz. Also wir haben hier einen positiven Koeffizienten des Finanzierungssaldos des Unternehmenssektors auf die Leistungsbilanz. Das spricht dafür, dass sozusagen eben nicht neutral ist, ob mit steigenden Gewinnen der Unternehmenssektor Überschüsse bildet, ist nicht neutral für die Entwicklung der Binnennachfrage und damit auch nicht für die Leistungsbilanz. Und das ist im Wesentlichen der deutsche Fall und wir werden gleich, das werde ich gleich noch kurz illustrieren, aber in China und in Japan spielt dieser Effekt eine relativ wichtige Rolle, wenn wir uns die Erklärungsbeiträge dann genauer anschauen, für die Entwicklung der Leistungsbilanz in diesen Ländern. Also diese sehr starke Verschiebung in der funktionalen Verteilung, die starke Zunahme der Unternehmensersparnis wirkt auf die Leistungsbilanz. Ein weiteres robustes Ergebnis ist der negative Effekt eines Anstiegs der Ungleichheit in der personellen Verteilung. Das hier ist der Anteil der oberen 1% der Privathaushalte, der privaten Haushaltseinkommen. Dieser negative Effekt auf die Leistungsbilanz. Also in den Ländern, wo die Ungleichheit am oberen Ende der Verteilung gestiegen ist, ist die Sparquote der privaten Haushalte tendenziell gefallen und das schlägt sich ebenfalls nieder in einem Anstieg des Leistungsbilanzdefizits in diesen Ländern. Also im Wesentlichen sind das die angelsächsischen Länder. Und nebenbei gesagt haben wir eben in diesen Ländern auch diesen Anstieg der privaten Haushaltsverschuldung. So, ich will die weiteren Schätzergebnisse mal überspringen und nur noch auf diese Abbildung hier hinweisen. Also hier sehen wir die Erklärungsbeiträge der verschiedenen Variablen unseres Modells für die Entwicklung der Leistungsbilanz. Und für die hier links, das sind die USA, dieses untere Stück hier, das ist der geschätzte Effekt der Einkommensungleichheit am oberen Ende. Und wir sehen, dass der hier fast 2 Prozentpunkte der Leistungsbilanz ausmacht in dem letzten 4-Jahres-Zeitraum 2004 bis 2007. Und wir sehen, Anfang der 80er Jahre ist der Effekt noch fast null. Also ein beträchtlicher Teil hier dieses Anstiegs des Leistungsbilanzdefizits geht nach diesen Schätzungen hier zurück auf den Anstieg der personellen Ungleichheit am oberen Ende. Und aus unserer Sicht ist die plausibelste theoretische Erklärung eben, dass wir diesen Nachahmungskonsum haben der oberen Mittelschicht, dann der Mittelschicht, die versuchen mitzuhalten mit den steigenden Konsumnormen der Reichen.
Dieses Ergebnis hier bestätigt auch im Wesentlichen die Schätzungen von Michael Kumhoff und anderen vom eben Internationalen Währungsfonds. Für Deutschland gibt es den interessanten Effekt, dass wir hatten ja hier dann während der 2000er Jahre diesen starken Anstieg des Leistungsbilanzüberschusses. Ein relativ großer Anteil, also etwa 1,5 Prozentpunkte dieses Anstiegs der Leistungsbilanz gehen hier nach diesen Schätzungen zurück auf die steigende Unternehmensersparnis. Und Mitte der 80er Jahre, als wir in Deutschland schon mal einen so relativ kräftigen Anstieg der Leistungsbilanz hatten, haben wir ähnlich starke Effekte. So, und das kann man dann eben auch für die anderen Länder sich anschauen. Ja, das sind die Schätzungen mit Jahresdaten, auch die überspringe ich. Und kommen damit zum Fazit. Also wir haben im Prinzip zwei Fragen gestellt. Einmal, welchen Effekt haben Veränderungen in der personellen Verteilung auf die Leistungsbilanz, vermittelt in erster Linie über das Sparverhalten der privaten Haushalte, wo wir glauben, dass dieser Nachahmungskonsum eine große Rolle spielt. Und die zweite Frage, welchen Effekt haben Veränderungen in der funktionalen Verteilung auf die Leistungsbilanz? Und da denken wir, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass steigende einbehaltene Gewinne, wie wir sie in Deutschland erlebt haben, aber auch in Japan, China, dass die makroökonomische Effekte haben und eben in diesen Schätzungen dann zu einem Leistungsbilanzüberschuss führen. Ja, das sind im Wesentlichen die Ergebnisse. Vielen Dank. Ich glaube, wir machen es so, dass wir erst noch das Modell von Thomas präsentiert bekommen und dann die Diskussion am Ende machen. Ja, im Prinzip erstmal vielen Dank für die Einladung und morgen werde ich das Papier auch beim Verein vorstellen. Also das ist immer produktiv, wenn man dann von mehreren Seiten eine Rückmeldung dafür hat, was wir doch an relativ komplexer Story aufgezogen haben, die, denke ich, bei Till ganz gut rüberkam. Generell ist es so am IMK, dass wir ja auch relativ empirisch arbeiten, deswegen steige ich gleich mal mit so Stylized Facts ein. Und ich würde auch nicht denken, dass die gesamte Geschichte sozusagen schon zu Ende erzählt ist, aber es reicht allein, wenn man das mitnimmt, dass diese Stylized Facts, die Till auch schon teilweise vorgestellt hat, dass es sich lohnt, damit zu beschäftigen, vor dem Hintergrund der Frage, hat zunehmende Einkommensungleichheit einen Krisenbeitrag erzeugt, die Financial Fragility oder makroökonomische Instabilität. Vielleicht mal ganz zum Beginn, was so die Motivation von dem Papier war. Und das geht auch in Richtung dessen, das ist der zweite Block, den Achim Truger so ein bisschen angesprochen hat, dass es, während ich das Modell vorstellen werde, wahrscheinlich ein bisschen künstlich vorkommen wird, wie manche Effekte da reinkommen. Und da würde ich Achim auch in dem Sinne recht geben, so lange gibt es keine DSGE-Modelle, in denen die Einkommensverteilung überhaupt eine Rolle spielt. Wir werden auch, das wird ein Teil des Fazits sein, ganz am Ende rausbekommen, dass es sehr kompliziert ist, diese Modelle überhaupt noch adäquat zu lösen. Und da sind wir auch auf unsere Probleme gestoßen. Für uns jetzt rein von der Vorstellung der Storyline, wie Till sie auch erzählt hat, war das deswegen ein wichtiger Schritt, dieses DSGE zu machen, weil wir manches robustifizieren konnten. Also wir haben vorher ein eher großes Makromodell keynesianischer Prägung gehabt, indem wir das durchlaufen lassen haben. Und wenn man das vorstellt, stößt man immer wieder auf die Kritik, dass da keinerlei forward-looking agents, also keinerlei Erwartungen mit berücksichtigt sind. Also von daher würde ich schon sagen, dass es für die Story eine wichtige Robustifizierung ist, dass wir jetzt die Erwartungen mit drin haben. Es ist aber der Trade-off, wie ich ihn beschrieben habe, dafür erscheinen andere Dinge etwas, vielleicht künstlich, wie sie modelliert haben.
Was ist so der grundlegende Ansatzpunkt, der nach wie vor bleibt, ist im Prinzip, dass wir anfangen und sagen, die Auswirkungen, die Makroeffekte der Einkommensverteilung, die muss man immer spezifisch, länderspezifisch vor dem Hintergrund diskutieren, wie entwickeln sich beide Verteilungen, beide Arten der Verteilung, also die personelle und die funktionale Einkommensverteilung. Und was uns als Referenzmodell gedient hat, war ein DSGI von Michael Kummer vom IWF, in dem im Prinzip die Grundkonstellation wie folgt ist: Man hat Investoren, die besitzen die Unternehmen und die Banken, den gesamten Kapitalstock und stellen die Top 5% der Einkommensverteilung. Und man hat dann Arbeiter, die stellen die 95% der Einkommensverteilung. Aber was bedeutet das? Das bedeutet erstmal, dass funktionale und personelle Einkommensmaße zusammenfallen werden. Und das war unser Ansatzpunkt, wo wir verfeinern wollten. Till hat es den Begriff ja schon vorgestellt, der Corporate Veil. Damit bringen wir im Prinzip die funktionale Verteilung mit da rein. Hintergrund ist im Prinzip, dass wir sagen, der Konsum der Top 5% der Investorenklasse reagiert nicht wie in einem Standard-DSGI. Und das ist die zusätzliche Element, was sehr wichtig ist. Das andere Element, was wir reingebracht haben, ist im Prinzip modelltechnisch eher eine Vereinfachung, weil wir eine Größe exogenisiert haben, aber dafür, das werde ich auch noch begründen. Und der letzte Baustein, den Till auch vorgestellt hat, die relative Einkommenshypothese, die spielt jetzt in dem DSGI erstmal keine Rolle, aber man kann sich vielleicht beim Ende der Analyse vorstellen, um wie viel komplexer auch zu lösen dieses Modell werden würde, wenn man auch noch anfängt, in die Präferenzen die Interdependenz der beiden Gruppen einzubauen. Okay. Das hier ist dann so eine Bilanz der Ökonomie, wie man sie eher auch aus diesem Stock-Flow-Consistent-Rahmen kennt, die schon etwas verstümmelt ist. Also ich habe das erwähnt, wenn man sich anschaut, ist das hier nach wie vor so, dass im Prinzip die Top 5% sowohl die Banken und die Firmen komplett besitzen und nur Einkommen aus Kapital beziehen, während die unteren 95% nur Arbeitseinkommen beziehen. Alles sehr starke Annahmen und ich meine, vor dem Hintergrund sollte man auch immer sehr kritisch überhaupt betrachten, was diese Modelle liefern können. Nichtsdestotrotz ist ja was gewonnen, wenn man auch in dem Modellrahmen zu dem Ergebnis kommt, dass Einkommensverteilungsveränderungen durchaus krisenverstärkend wirken können. Kommen wir zu den Stylized Facts, weil Till die, das schon dargestellt hat, aber ich glaube, je nachdem, wenn man diese Story zum ersten Mal hört, ist es relativ viel auf einmal. Und hier für den DSGI-Vortrag würde ich das auf im Prinzip, ja, glaube ich, 6 Schaubilder reduzieren. Also einmal zunächst der Unterschied zwischen verschiedenen personellen Einkommensmaßen. Und was man so ein bisschen erkennen kann in dem rechten Diagramm, ist die unterschiedliche Steigung. Jetzt hier nur mal für 10 Jahre sozusagen anhand der Linien dargestellt. In dem Sinne, dass die Top-Income-Shares in Deutschland bei deutlich schlechterer Datenverfügbarkeit wesentlich weniger stark gestiegen sind als in UK. Der Grund, weswegen ich jetzt hier alles mit UK vergleiche, liegt daran, dass das Referenzmodell von Kummer et al. Auf UK kalibriert ist. Während, wenn man sich anschaut beim Gini-Koeffizient, da war auch Deutschland, zumindest eben nach OECD-Lesart, eins der Länder mit den stärksten Anstiegen. Allein das hat schon wichtige Implikationen für den weiteren Verlauf der Makroeffekte. Und jetzt sind wir bisher nur auf der personellen Einkommensseite. Warum? Naja, also dieses Bild werde ich eigentlich, habe ich überhaupt keine Chance, das in dem DSGI einzubauen. Ja? Also ich habe zwei Agenten in meinem DSGI, was ja schon eine gewisse Weiterentwicklung ist, aber ein Verteilungsmaß, was sich zum Beispiel auch ja stark verändern würde, wenn
also sagen wir mal innerhalb der Arbeiterschaft sich starke Veränderungen über die Lohnspreizung oder so ergeben würden. Das würde ich überhaupt nicht darstellen können. In dem Sinne kann ich mich nur auf den rechten Rahmen beziehen. Und jetzt kommen wir zu den funktionalen Maßen. Die funktionalen Maße, da ist das Bild genau umgekehrt, dass wir sagen, die größere Veränderung hat eben in Deutschland stattgefunden, die Lohnquote ist deutlich stärker gesunken, während in den angelsächsischen Ländern das eben über diesen Market for Manager stabilisiert wurde. Also nochmal zusammengefasst, unsere Story im Prinzip, stärkere personelle Veränderungen in den angelsächsischen Ländern, viel stärker steigende Top-Income-Shares, stärkere funktionale Veränderungen in eher Ländern mit exportorientiertem Modell wie Deutschland. Gut, jetzt, um die sozusagen entlang des Transmissionskanals dazu gehen, schauen wir uns die Haushaltsverschuldung an. Hier Private Credit to Income Ratio. Man sieht in dem angelsächsischen Fall in UK dieser dramatische Anstieg der Verschuldung. Ja. Während Deutschland sich relativ flach hier verhalten hat. Und auch das führt in einem DSGI wieder zu einer ganz eigenen Logik, in dem Sinne, dass man sich überhaupt mal die Frage stellen muss, wie kann man in dem DSGI Kreditnachfrageverhalten adäquat einbauen. Kreditangebotverhalten geht schon relativ gut, aber Kreditnachfrageverhalten ist die Lösung, die wir bieten, sicherlich auch noch nicht das Beste oder Ende. Okay, und dann da, wo wir hinwollen, ganz krasse Spreizung des Verhältnisses der Leistungsbilanz zum GDP. Deutschland inzwischen persistent und über 5% angekommen und UK zumindest am aktuellen Rand genau in die andere Richtung entwickelt. Warum ist das so relevant vor unserer Frage? Weil wir sagen, naja gut, also man kann nicht nur Leistungsbilanzdefizite als Krisenindikator benutzen, sondern man muss genauso die Leistungsbilanzüberschüsse damit einbeziehen, weil die Weltleistungsbilanz kann nichts anderes wie ausgeglichen sein. Okay. Kommen wir jetzt zu dem Corporate Veil nochmal. Wie gesagt, wir beziehen uns da vor allem auf diesen Regimewechsel in dieser Grafik. Ja, der ist ja schon irgendwo frappierend. Und das meinte ich auch mit, es ist, glaube ich, schon viel geholfen, wenn man sich allein mit diesen stilisierten Fakten beschäftigt. Und es muss gar nicht so sein, dass unsere Lesart der Geschichte letzten Endes da 100% alles einfangen kann. Aber da, ich meine, jeder Zeitreihen Ökonometriker würde ja natürlich irgendwie einen Regimewechsel assistieren. Okay, wir haben dazu den Corporate Veil aus der Literatur wiederentdeckt sozusagen und sagen, als Corporate Veil definieren wir ein signifikantes Volumen an einbehaltenen Unternehmensgewinnen, die nicht Binnennachfrage wirksam werden. Das ist auch wichtig, auch eine Änderung dann nachher zum Kumhoff-Modell, dass eben diese einbehaltenen Unternehmensgewinne, die fließen weder in den Konsum der Unternehmenseigner noch in Investitionen. Sondern, was bleibt dann nur noch? Das Ausland. Wir kommen dann zu den möglichen Effekten auf den Current Account. Ja, also wenn man mal davon ausgeht, dass der Profit Share so stark gestiegen ist, die einbehaltenen Unternehmensgewinne so stark gestiegen sind, und gleichzeitig, das muss man dazu sagen, dass sozusagen so etwas wie eine notwendige Bedingung die Kreditnachfrage schwach bleibt. Ja, ich meine, es könnte ja auch sein, dass sozusagen, wenn die Kreditnachfrage stärker wäre und man sähe einen eher kreditfinanzierten zusätzlichen Konsum, dass dann dadurch wiederum die Realinvestitionen anspringen. Aber das passt beides nicht zu der Geschichte für Deutschland. Also man hat weder gesehen einen Investitionsboom, noch hat man gesehen eine Ausweitung der Kreditnachfrage. Also letzten Endes sind wir da auch relativ nah an dem, was man in der Literatur unter Underconsumption
also schwache Binnennachfrage, versteht. Also all diese Effekte werden einen positiven Einfluss auf die Leistungsbilanz haben. Das Modell an sich, da will ich eigentlich nur sozusagen die Stellen vorstellen, die, an denen wir selber eingegriffen haben. Das ist so, dass in dem DSGI, das habe ich schon erwähnt, erstmal per se der Unternehmenssektor und die Top-Einkommenshaushalte zusammenfallen. Und was wir dann machen, ist im Prinzip, um den Schock, die Schockgröße zunächst zu determinieren, dass wir einen synthetischen Schock rechnen, indem wir Piketty's Top-Income-Shares nehmen und den Anteil der einbehaltenen Unternehmensgewinne dazuzählen. Erst dann kommt man auch vom Schock auf eine ähnliche Größenordnung wie in UK, wo man allein die Top-Income-Shares bzw. einen relativ kleinen Anteil aus den einbehaltenen Unternehmensgewinnen sehen würde. Gut. Und zusätzlich muss man aber eben immer die Kreditnachfrage da irgendwie auch noch beherrscht bekommen. Schauen wir uns das an. Was ist im Prinzip letzten Endes der einzigste Eingriff, den wir gemacht haben? Also, zwei Eingriffe haben wir gemacht. Was ist der erste? Der erste Eingriff geht nur auf dieses Gewicht. Dieses Gewicht führt dazu, weil es selber nicht zeitkonstant ist, sondern sich über den Schock anpasst. Das ist sowas wie sozusagen, man bohrt die Annahme des Perfect Foresight auf. Die führt dazu, dass je nachdem, ob dieses Phi C, für welches Land das kalibriert ist, sich der Konsum der Top-Einkommensklasse entweder sehr stark mitentwickelt, da würden wir sagen, das haben wir in angelsächsischen Ländern gesehen, oder relativ schwach, sozusagen unterdrückt bleibt. Da würden wir sagen, das haben wir in Deutschland gesehen. Und zusätzlich, und zweite Baustelle, die Kreditnachfrage kalibriert über das Verhältnis zwischen Foreign Bonds, also ausländischen Anleihen, und heimischen Depositen. Das hier ist im Prinzip ein Money-in-the-Utility-Argument, wie man das in diesem DSGI-Kreis nennt, also nutzen, was der Top-Einkommenshaushalt aus reinen finanziellen Forderungen erhält. Dann die normale Budgetrestriktion, weil das Modell ja auch noch Open Economy sein muss, wird alles relativ groß. Aber links einfach die finanzielle Seite und beziehungsweise im Moment. Wir haben zunächst hier die Einnahmenseite des Top-Einkommenshaushalt, dann was er verkonsumiert, was er investiert, also was realwirtschaftlich abfließt, und dann bleibt im Prinzip die Veränderung seines Vermögensbestands, über die sich wiederum aufteilen kann in die Foreign Bonds oder in die Depositen. Gut. Also das erspare ich, glaube ich, jetzt, aber nur zum Vergewissern. Es gibt auch noch einen normalen Arbeiter, der da nichts Spezielles macht. Also nichts Spezielles für ein DSGI. Und dann gibt es noch eine kritische Annahme in dem Kumhoffschen Modell, wo es uns sozusagen nicht komplex genug war. Was passiert, wenn der Einkommensschock in dem Kumhoffschen Modell stattfindet mit endogenen Investitionen? Wir bekommen automatisch einen Investitionsboom, weil im Prinzip die Reallöhne fallen, die Rental Rate of Capital, also die Entlohnung für die Top-Einkommenshaushalte, die steigt, und dieser Investitionsboom findet statt. Aber das sehen wir ein bisschen kritisch, weil wenn gleichzeitig, und das ist ja die Erweiterung, die wir hier vorschlagen, sozusagen eine schwache Binnennachfrage da herrscht, für wen wird denn da sozusagen signifikant mehr investiert? Und das
hätten wir auch gerne endogen gelöst. Das ist nicht gelungen. Und wo greift man dann drauf zurück? Man exogenisiert diese Größe. Das hat aber einen netten Mehreffekt gehabt, weil ich später was dazu sagen kann, zu im Prinzip ja einem Transmissionskanal, den Hans-Werner Sinn mal so vertreten hat, dass die Investitionen sehr starken Einfluss für die Entwicklung der Leistungsbilanzen haben. Und ich denke, sogar in einem DSGI kann man zeigen, dass das erstmal so nicht unstrittig ist. Okay. Rest des Modells ist vielleicht jetzt wirklich nicht so interessant. Schauen wir uns die Simulation an. Das ist im Prinzip das Kumhoffsche Szenario. Ja? Also, das habe ich ganz ausgespart, wie der Arbeitsmarkt da im Prinzip modelliert wird. Der Witz ist natürlich nur, damit man den Einkommensschock setzen kann, dass automatisch natürlich nicht die Löhne der Grenzproduktivität hier entsprechen, sondern ein kleiner Matching-Prozess stattfindet über eine exogenisierte Bargaining-Power. Da wir diese schocken, heißt das im Endeffekt, die Arbeiter bekommen weniger als der Reallohn in dem Standard-DSGI der Fall wäre. Dann sehen wir den Einbruch der Reallöhne. Wir sehen umgekehrt natürlich, dass, damit es sich konsistent verhält, den Anstieg der Rental Rate of Capital. Wir sehen, dass die Investoren mehr verkonsumieren. Investitionen sollte sich bei uns nichts tun, macht sich ja auch nichts. Wir sehen, dass der Konsum der Arbeiter fällt, aber er fällt weniger stark, weil zusätzlich ein Teil über kreditfinanzierten Konsum kompensiert werden kann. Und wir sehen, und das ist für uns das ausschlaggebende Ergebnis, dass wir etwa 1% des Leistungsbilanzdefizits hiermit erklären können. Das ist nicht besonders viel, aber hat immerhin einen Beitrag in die richtige Richtung. So, und jetzt genau der umgekehrte Fall für Deutschland. Die Schocks bleiben dieselben. Wir sehen, dass der Investorkonsum schon etwas weniger anspringt und wir sehen, dass die Verschuldung, also es findet immer noch eine Teilkompensation statt, aber die erreichte Verschuldungsgrad ist deutlich geringer als im UK-Fall. Und wir sehen auch natürlich, dass der Einbruch des Arbeiterkonsums für den deutschen Fall deutlich stärker ist und gleichzeitig, weil sozusagen kein weiterer Kanal offen bleibt für die Top-Einkommenshaushalte, fließen die Mittel als Leistungsbilanzüberschuss ins Ausland. Dann gibt es noch Szenarien, wo wir das Ganze interagieren haben lassen mit einem Banking-Spread, wo wir einfach nur darstellen wollen, was passiert, wenn zusätzlicher Finanzmarkt auch noch dereguliert wird. Und wir sehen hier, das ist auch eine Idee, die auf Kumhoff zurückgeht, dass die Effekte deutlich stärker ausfallen. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so unplausibel, wenn man Krisenursachen empirisch analysiert, spricht auch vieles dafür, dass Interaktionsvariablen deutlich stärkere Beiträge liefern. In dem Sinne wäre das also die Interaktion von den Veränderungen in der Einkommensverteilung und denen des Finanzsystems. Das hier nochmal für Deutschland. Da kann man schlecht argumentieren, dass die Deregulierung ähnliches Ausmaß gehabt hätte wie in den angelsächsischen Ländern. Hier ist der Finanzschock im Prinzip über die Währungsunion. In dem Sinne, dass es für die Banken deutlich einfacher war, Kredite ins Ausland, ins europäische Ausland zu geben, weil das Fremdwährungsrisiko weggefallen ist. So, und jetzt vielleicht nur als Robustifizierung, warum wir die Investitionen exogenisiert haben. Wir stellen uns jetzt mal vor, die Effekte hätten ja noch klarer sein können, die wir da rausbekommen haben, aber um uns selbst zu überprüfen, hätten diese Effekte auch allein über den Investitionskanal stattfinden können. Da wir die exogenisiert haben, können wir da auch einen AR-Prozess reinlegen und dieselben sozusagen Leistungsbilanzveränderungen über die Investitionsverlauf erzeugen. Und wir machen das zunächst für Deutschland, also
Deutschland würde man sagen, ausländische Direktinvestitionen gestiegen, das ist im Prinzip die Sinnstory. Ja. 1% über 10 Jahre, das ist auch alles noch halbwegs plausibel und wir bekommen einen ähnlichen Leistungsbilanzüberschussfall wie in unserem Szenario. So weit könnte man der Story ja noch folgen. Aber was dann merkwürdig ist, und ich finde, an die Story muss man, wenn, auch genau dieselben Maßstäbe legen, die wir sozusagen an unsere gelegt haben, nämlich beide Länder reproduzieren zu können. Was hätte denn UK gebraucht, um bei demselben Defizit rauszubekommen? Immerhin, ich meine, wir machen hier zwei Länder, also immer das Land der Betrachtung und den Rest der Welt gegenüberstellen. Und das ist ja für Deutschland und Großbritannien sind etwa 90% gleich. Das heißt, ich muss auch ein bisschen das Foreign Investment gleich schocken. Und dann hätte UK gebraucht, wenn die Sinnstory konsistent sein soll, 6% Boom bei den heimischen Investitionen. Kann jeder nachschauen, ob die Investitionsquote in UK 6% gestiegen ist im Vorkrisenverlauf. Ist nicht der Fall. Passt ja überhaupt nicht. Die Investitionsquote ist in UK auch leicht rückläufig. Okay, jetzt vielleicht nur noch ganz am Schluss so eine Bemerkung dazu, was kann man in die DSGs einbauen und lohnt sich der ganze Aufwand? Was sicherlich besser ist, ist natürlich einen heterogenen Haushaltssektor zu haben. Das ist viel besser als alles das, was Jahre vorher da ist. Das macht viele Geschichten viel, würde ich schon sagen, anspruchsvoller in der Analyse. Was auch einigermaßen gelungen ist, obwohl man ja, wenn Sie sozusagen das jetzt verfolgt haben, schon einigermaßen getrickst hat, ist, dass man da über den Corporate Veil so einen Proxy für die funktionale Verteilung zusätzlich reinlegen kann. Und man hat inzwischen doch einige mehr Ländermodelle, also von daher, das sind Sachen, da kann man sich ganz gut mit abfinden. Aber was sind kritische Sachen nach wie vor? Kritische Sachen an DSGEs sind nach wie vor eigentlich, dass viele dieser Nachfrageeffekte nicht vergleichbar sind mit Situationen, in denen man eigentlich einen effektiven Nachfrageeffekt braucht. Was haben wir hier gemacht, zum Beispiel mit unserem Kreditnachfrageeffekt? Den haben wir sehr indirekt ins Spiel gebracht. Es muss ja nicht immer ein Nachfrageeffekt sein, aber wenn man an einen glaubt, dann muss man ehrlich sagen, ist das in dem Rahmen oft begrenzt nur darstellbar. Was auch eine kritische Annahme ist, wenn man unseren Bankensektor jetzt hier verfolgt hat, wir haben hier keine Giralgeldschöpfung von den Banken drin, sondern hier lief das über die Präferenz der Top-Einkommenshaushalte, die da Depositen halten. Das heißt, die Depositen haben in unserem Modell die Kredite determiniert. Und ob das in der realen Welt so ist, würde ich ein bisschen bezweifeln. Dann, zumindest für das Ausland, haben wir weiter die üblichen Verdächtigen, repräsentativen Agent, rationale Erwartungen. Und warum haben wir nicht noch viel mehr geändert, wenn ich hier schon kritisiere? Das ist der neue Kontrapunkt dieser Modelle. Die werden übelst schwer zu lösen. Also ich bin da ganz offen. Man braucht wirklich sattelfeste numerische Kenntnisse. Da wird auch viel dran gearbeitet, was ja auch dann helfen kann. Aber wenn man das transparent hinlegt, diese Modelle wackeln alle im Parameterraum ganz schön. Ich werde immer wieder in explosiven Zuständen landen und Gott sei Dank fängt es jetzt inzwischen an, dass Darstellungen, so Diagramme erscheinen, ganz am Ende der DSGE-Paper, in denen dargestellt wird, für welchen Bereich der Parameter die explosiv sind und überhaupt keine allgemeine Gleichgewichtslösung mehr liefern. Also, zusammenfassend, ich denke schon, dass es einigermaßen auch in dem Rahmen man die These weiterhalten kann, dass Veränderungen in der Einkommensverteilung, steigende Ungleichheit, dass das einer der aussichtsreichsten Kandidaten ist als eine der Krisenursachen. Also es gibt sicherlich verschiedene Krisenursachen und viele laufen ja da über die Angebotsseite, aber selbst in einem DSGE sozusagen kann man es unterbringen, um
Effekte zu erzeugen, die helfen, das Vorkrisen, also ein Set an Variablen in dem Vorkrisenzeitraum zu erklären. Und ja, ansonsten würde ich sagen, die Frage ist so ein bisschen, wie weit man hier gehen kann. Also die Fortschritte, die man hier erreicht, sind unbestritten da, aber ich tue mich nach wie vor schwer, gerade eine gute, komplette VGR-Reproduktion in DSGE-Modellen zu erreichen. Also von daher muss jeder selber auch entscheiden, ob das sein Modell ist, mit dem er arbeiten will. Vielen Dank. Ja, gibt es Fragen, Beiträge, Anmerkungen? Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass Ihren Vortrag eigentlich Größe spielt. Das liegt aber jetzt nicht an Ihrem Vortragsspiel, das liegt an dem Thema und das liegt auch an dem Modellzuschnitt. Und ich will versuchen, das mal an den Anfangsbuchstaben zu plausibilisieren. DSGE. D steht für Dynamic. Gebombt. Ja. Da kommen wir nicht drum herum. Kommen wir zu S, Stochastic. Stochastic steht bei den normalen DSGE-Modellen, die ja entstanden sind, um endogen, quasi endogen, zyklisch zu generieren, aber dann doch über die Schocks das numerisch handhabbar zu machen, in dem starken Verdacht, Ad-Hoc-Konstruktionen zu liefern. Das heißt, die Schockstruktur wird so initialisiert, dass am Schluss Zyklen rauskommen. Ich übertrage jetzt mal bösartigerweise diesen Ad-Hoc-Verdacht auf Ihr Modell. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, wie die Schocks modelltheoretisch wirken, aber ich habe den Verdacht, dass Sie damit schon viel von dem reinholen, was Sie mit dem Modell erklären wollen. Das ist ein Verdacht, müsste ich dann noch mal genauer angucken. Aber das wäre der Buchstabe S. Wozu brauchen wir diese komischen ad-hoc konstruierten Schocks? Dann kommt G und I, General Equilibrium. Das sind maximierende Agenten, die orientiert sind auf einen Gleichgewichtszustand. Wir haben ja hier eine heterodoxe Paarung. Da hatten wir hier schon Vorträge gehört, die haben gesagt, nee, der pluralistische ja, und mit dem Fokus auf Heterodoxie. So, ich bin ja auch gar nicht dagegen, dass man sowas hier vorstellt, aber man muss dann gewärtigen, dass man natürlich mit dem Einwand konfrontiert wird. Ist das sagen wir mal, ein vernünftiges Korsett, jedes Modell ist ja ein Korsett, ist das ein vernünftiges Korsett für das, was Sie erklären wollen? Lassen wir mal die stilisierten Fakten so stehen, wie sie stehen. Das ist immer ein Problem, das ist nicht nur Ihr Privatproblem. Wenn man stilisierte Fakten mit einem harten Modell unterlegen will, da gibt es N verschiedene Varianten, die Sie wählen können. Ja. Mein Problem fängt einfach damit an, dass Sie sagen, ich nehme genau dafür, für die interessanten stilisierten Fakten, die Herr von Dreck vorgestellt hat, genau dieses Modell. Da habe ich Riesenschwierigkeiten, die ich jetzt kurz nur andeuten wollte, weil wir haben alternative Angebote. Also ich bin ein begeisterter Anhänger der agentenbasierten Modellierung. Wir fangen ganz anders an. Es kommen Zustände raus, die geordnete Zustände, aber es nicht unbedingt gleichgewicht. Die Agenten sind von vornherein heterogen. Also vor meinem geistigen Auge erschien ein Nelson-Winter-Modell, was wir aufbohren können, um Ihre Fragestellung abzubilden. Wir haben endogene Heterogenität. Wir können praktisch alles abbilden, ausgehend von der funktionalen Verteilung, der personalen Einkommensverteilung. Ich brauche das GE nicht. Ich brauche auch die Stochastik nicht in dem Sinne. Weil nur ein Satz noch dazu, wenn ich Stochastik habe, will ich natürlich dann auch Monte Carlo Tests sehen. Also wie wirkt die Stochastik, die stochastischen Variablen, die wirken auf das Modellergebnis, nicht nur Parametervariationen. Und das müsste man sich natürlich dann genauer angucken. Also das nur als Hinweis dafür, warum machen Sie das Leben so schwer? Also ich glaube, ich kann da ganz einfach antworten. Viele von den Kritikpunkten, die Sie jetzt aufgebracht haben, die teile ich 100%. Ich würde auch sogar so weit gehen, dass ich eine gewisse Vorliebe für agentenbasierte Modelle teile. Null Problem mit. Es gibt einfach manchmal im Projekt Restriktionen, wie das Referenzmodell und wie sozusagen, ja, wie sich das Projekt entwickelt, dass man auch mal neugierig ist, sowas auszuprobieren. Ich habe ja auch versucht darzustellen, dass ich eben sehr vorsichtig wäre, sozusagen Modelle, die jetzt Heterogenität in das DSGE reinbringen, weil das ja so die Neuerung ist, die gegenüber dem Standardfall, dass die eine Lösung sind. Ja? Das habe ich ja extra versucht. Also von daher denke ich, liegen wir da auf einer Linie. Wir können vielleicht auch noch sagen, wir haben ja als dritten Bestandteil des Modells so ein Stock-Flow-Consistent-Model gebaut. Ne? Und ich teile auch absolut Ihre Einschätzung. Ne? Da machen wir uns das Leben nicht ganz so schwer, auch wenn das auch komplett komplex wird. Aber da haben wir drei Länder und in jedem Land besteht der Haushaltssektor aus 10 Haushalten.
Sodass, weil wir diese eben aufwärtsgerichteten Statusvergleiche haben, jeder Haushalt orientiert sich am Konsum des darüberliegenden Dezils. Das heißt, wir können auch die Schocks auf die Einkommensverteilung viel genauer anpassen an die tatsächliche Entwicklung der Verteilung. Und wenn also die Ungleichheit steigt, weil ganz oben in der Verteilung die Ungleichheit zunimmt, also die oberen 10% steigern ihre relativen Einkommen im Vergleich zu den unteren 90%, ist der Effekt auf die Sparquote viel größer, weil bereits das zweite Dezil anfängt, das oberste Dezil nachzuahmen. Das wiederum setzt das dritte Dezil unter Druck. Und dadurch kommt es zu diesen Ausgabenkaskaden, wie Robert Frank das nennt, die von ganz oben in der Verteilung bis ganz unten sich durchziehen. Während wenn der Anstieg der Ungleichheit in der unteren Hälfte der Verteilung stattfindet, dann schocken wir eben nur die untere Hälfte der Verteilung, dann haben wir fast keinen Effekt auf die Sparquote, weil die unteren Einkommensgruppen, die untere Hälfte der Verteilung hat nur sehr wenig Einkommen. Das heißt, selbst wenn die ihre Ersparnis senken, ihre Verschuldung erhöhen, ist der aggregierte Effekt fast null. Und so kann man viel feiner sozusagen differenzieren zwischen der Entwicklung in den USA und in Deutschland. Und das ist natürlich, in gewisser Weise sind dann die Konsumfunktionen dieser Haushalte sind alle ad hoc, wenn man so will, aber wahrscheinlich viel realistischer. Man kann dann auch sogar den Kreis schließen, weil das ja bisher nur ein sozusagen Makromodell ist, ja, aber Stock-Flow-Consistent, viel bessere Reproduktion der Tatsachen. Wenn man da zusätzlich, und da würde ich dann denken, dass es irgendwann hoffentlich mal hingeht, als Mikrofundierung und auch für die Erwartungen eben einen Agent-Based-Rahmen hinsetzt, ja, und dann eben trotzdem den Stock-Flow-Consistent-Rahmen hat, um die VGR zu reproduzieren, dann wäre es gut. Till, ich habe eine Frage an dich. Die Standardfrage bei der Empirie, bei dem Hill-Modell, was du vorgestellt hast, wäre ja, wie behandelt ihr die mögliche Endogenität? Also, dass der Finanzierungsfall der Unternehmen wirkt ja auf die Leistungsbilanz. Ja. Könnte natürlich auch jetzt sein, die Leistungsbilanz ist einfach positiv korreliert, eben auch mit dem Finanzierungsfall. Also das habe ich nicht dargestellt. Wir instrumentieren dann in einer weiteren Schätzung sowohl den Saldo des Staates als auch des Unternehmenssektors. Also wir folgen da im Wesentlichen auch dem Leitfaden des IWFs für die Instrumentierung, zumindest beim staatlichen Saldo. Beim Unternehmenssaldo könnte ich dir die Instrumentenliste sagen, aber ist natürlich in einem Makrokontext immer dann auch das Problem, sozusagen die passenden Instrumente zu finden. Ne? Aber wir instrumentieren und das, zumindest mit den Instrumenten, die wir verwenden, sind die Ergebnisse robust. Weitere Fragen, Anmerkungen? Dankeschön.